Let's start again. Moin, ihr Zwerster und Zwersterinnen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Planet Coaster. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Ich befinde mich hier am Eingang meines Parkes und zeige euch schon einen kleinen Ausschnitt. Die Leute, die den Livestream gesehen haben, übrigens mit dem Müll habe ich nichts zu tun. Das waren wieder die Besucher, die gekommen sind, obwohl mein Park zu hat. Der Livestream war ein voller Erfolg vorgestern und hat super, super viel Spaß gemacht. Und jetzt schon mal direkt die Ansage. Nächsten Mittwoch gibt es wieder einen Livestream. 18 bis 20 Uhr. Planet Coaster auf www.twitch.tv/gtimetv. Wahrscheinlich sogar ein bisschen länger als 2 Stunden. Denn wir haben vorgestern auch ordentlich viel länger Planet Coaster gespielt. Und es ging echt richtig, richtig gut ab. Ich habe super, super viel geschafft und sehr detailgetreu oder detailverliebt bauen können. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Denn wir haben jetzt erstmal hier den Parkeingang so ein bisschen umgeändert. Und zwar haben wir jetzt hier eine Brücke. Das muss noch alles ausdekoriert werden. Da habe ich noch ordentlich was zu tun. Dann habe ich hier den Parkeingang, ja. Den habe ich hier hingebaut. Dann gibt es jetzt hier so einen kleinen Fluss, der hier langläuft. Ja, das ist der Parkeingang. Und dann geht es hier los. Hier geht es dann in den Park rein. So sieht das gesamte Bild aus, was ich im Livestream geschafft habe. Der ein oder andere wird jetzt sagen, Alter, das ist ja richtig wenig. Aber man darf halt nicht vergessen, ich baue sehr detailverliebt, ja. Also ich versuche hier so gut es geht, möglichst viel ins Detail reinzugehen. Und alles wirklich sehr, sehr genau zu bauen, damit das ein richtig, richtig schöner Park am Ende wird. Und wir werden noch hier an diesem Schloss hier, werden wir eine Menge ausdekorieren müssen. Hier hinten haben wir auch nochmal so ein Türmchen, das habe ich gebaut. Da muss ich auch noch ein bisschen was ausdekorieren. Mit so einer schönen Flagge oben drauf. Und hier steht auch schon die erste Attraktion. Schön den VIP-Pass direkt mit integriert und alles. Ich habe ja gesagt, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird der Park richtig gebaut. Und wir werden heute in der Folge auch ordentlich Gas geben und versuchen, möglichst viel hier an dieser Attraktion noch auszudekorieren. Denn das Ziel sollte sein, dass wir jetzt bald endlich mal den Park eröffnen. Und ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz etwas erwähnen, ja. Was vorgestern im Livestream, gestern kam ja ein Video, wo ihr gesehen habt, wie ich das Haus quasi gebaut habe, also das hier für den Park. Das war noch nicht ganz fertig, das muss ich noch ausdekorieren, aber das werde ich dann auch in Kürze dann machen. Denn ihr werdet alle Baupläne, die ich für meinen Park anfertige, wie Parkeingang, dann dieses Haus oder vielleicht auch diesen Turm, je nachdem, da müssen wir mal gucken, da kann ich ja auch einen Bauplan von machen. Die werde ich veröffentlichen, die könnt ihr dann für eure Parks benutzen, nachdem ich den Park veröffentlicht habe und fertig habe, ja. Dann wird das alles veröffentlicht werden. Und ich muss an der Stelle direkt jetzt mal etwas erwähnen, denn vorgestern im Livestream gab es immer mal wieder so Leute, die gesagt haben, boah, das ist voll langweilig, kannst du nicht mal eine Achterbahn bauen? Leute, es geht in dem Spiel nicht darum, irgendwie immer nur Achterbahnen oder so zu bauen, das möchte ich mal an der Stelle sagen. Und vor allen Dingen, ich bin jemand, ihr seht das ja schon, ich lege unglaublich viel Wert auf Liebe zum Detail. Ich versuche wirklich sehr, 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 sehr viel Schönes in dem Park zu bauen, dass das alles wirklich richtig, richtig schick am Ende aussieht. Das ist mir persönlich auch super wichtig und ich möchte auch gerne so einen Park bauen und deswegen möchte ich mich da auch absolut null unter Druck setzen lassen und sage dann auch direkt den Leuten immer, ja, wenn dich das stört, dann musst du zur Not einen anderen Livestream gucken. Das kann ich auch weiterhin nur so sagen, Leute, denn ich möchte nicht diesen Park einfach auf die Schnelle bauen, nur weil das die Leute von mir verlangen, sondern ich möchte gerne diesen Park so bauen, dass ich am Ende damit echt super, super zufrieden bin. Ja, das ist für mich super wichtig, dass ich am Ende zufrieden bin mit dem Ergebnis. Denn das ist ja auch mein Park irgendwo. Und ich möchte echt ein gutes Ergebnis abliefern quasi. Und deswegen stecke ich auch sehr, sehr viel Liebe zum Detail in diesen Park rein. So, und wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die Attraktion ausdekorieren. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich meine, gestern haben sehr viele Leute zugeguckt. Das war echt krass. Ich meine, vorgestern. Meine Güte, der Kevin ist doch hier Vorproduzier-Feeling, ne, Leute? Es waren sehr, sehr viele Leute da vorgestern. Knapp 2000 haben sogar einmal zugeschaut. Muss ich ehrlich sagen, also vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Der Livestream hat so super viel Spaß gemacht. Es war einfach echt herrlich. Der Chat war angenehm. Es waren auch super viele Leute da, die einfach nur gespannt zugeschaut haben und gesagt haben so, ey Kevin, ohne Witz, ich gucke einfach nur zu, weil ich was lernen will. Weil ich das so krass finde. Ich will auch so gut bauen können und alles. Und das war natürlich eine richtig coole Sache. Also ich sag mal so, der Beste im Bauen bin ich jetzt nicht, ne? Ich will mich jetzt hier nicht als den Godfather auf Planet Coaster hinstellen.
denn der bin ich bei weitem nicht. Aber es macht mir super viel Spaß und ich finde es auch richtig, richtig schön. Also mir gefällt es auch so richtig. Also mir macht super viel Spaß, im Planet Coaster einfach geil zu bauen. Und deswegen, ich weiß nicht, ich finde also diese Planet Coaster-Reihe, diese Staffel, ich bin ultra motiviert, weil das ist jetzt ein Thema, was wir gerade bauen im Park, auf das ich mega Bock habe, ja. Also so ein Fantasy-Mittelalter-Park, das ist echt eine richtig coole Sache. Da habe ich richtig, richtig Bock gerade auch drauf. Wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen, dass wir hier ein bisschen den Steingeil integriert bekommen. Ich möchte den eigentlich ganz gerne. Ach, komm, ich mache den ein bisschen versetzt hier nach hinten. So, zack. Und dann kommt da unten nämlich nochmal ein bisschen hier von dem Zeug dran. Das machen wir dann nämlich so. Und dann setzen wir den so ein bisschen runter hier, das Ding. Ja, dass hier so ein bisschen wie so eine Art kleine hochkantige Wiese ist, ne? Das machen wir jetzt so um den Stein herum. Das sieht da nämlich ein bisschen schicker aus mit dem Stein quasi. So, sehr schön. So gefällt mir das schon besser. Und dann kann man nämlich jetzt gucken, dass wir hier nochmal schön ein Gebüsch dran setzen. Und dann kommt hier nochmal eins hin. Und hier hinten können wir nochmal ein rotes dran setzen. Hier zum Beispiel in diese Lücken, da muss man halt echt schöne Sachen reinstellen. Und gerade in so einem Fantasy-Park, da fällt einem eigentlich super viel ein, ja. Ich habe noch immer meine Tannenliebe, die passen einfach mega, mega geil in diesen Park rein. Und ich würde sagen, hier hinten könnte man echt gut noch irgendwas hinbauen. Müssen wir mal schauen. Also das mit dem Turm gefällt mir auch schon gut. Hier müssen wir nur mal gucken, dass wir das auch noch ein bisschen ausdekorieren alles. Aber die Attraktion hier, guckt euch das mal an. Die ist jetzt einfach schon bei 74% Szeneriebewertung, weil ich einfach, ja, da schon die Warteschlange so heftig ausdekoriert habe. Ich werde in diesem Park aber keinen Wert darauf legen, dass ich hier die Attraktionen so baue, dass die Warteschlangenbewertungen ineinander fließen. Wenn ich das hinbekomme, natürlich, wenn es auch dann schön aussieht. Aber einen kleinen Trick habe ich noch für euch, den viele nicht wissen. Und zwar, ihr seht ja hier das Fahrerhäuschen, ne? Das ist ganz nah am Weg dran. Das ist direkt am Ausgang quasi. Der Grund ist folgender, wenn die Attraktion kaputt geht und repariert werden muss, der Mechaniker muss immer an das Fahrerhäuschen. Das heißt, das solltet ihr nach Möglichkeit immer direkt am Weg bauen, weil dann kann er umso schneller die Attraktion reparieren. Das spart euch Unmengen an viel Zeit, die Attraktion außer Betrieb ist, wenn sie kaputt ist. Ja, und dadurch ist sie schneller wieder betriebsbereit, heißt wieder schneller viel Geld. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Jetzt kommen hier nochmal so ein bisschen Gebüsche hin. Ich würde sagen, dass wir hier nochmal so ein grünes hinklatschen. War hier vor, genau. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier auch ein bisschen mit Szenerie gleich noch arbeiten. Da will ich nämlich ein bisschen auch den Weg nochmal schön ausdekorieren. Hat mich übrigens gefreut, dass die Timelapse vom Parkeingang euch so gut gefallen hat. Ich habe noch etwas anderes gebaut. Ich muss nur sagen, ich Dummkopf, habe die Timelapse davon gelöscht. Ich habe nämlich ein Riesenschloss mit Läden drinne gebaut. Die Leute, die den Livestream gesehen haben, die wissen schon, was ich meine. Und ich habe davon leider die Timelapse gelöscht. Ich bin ein Dummkopf, ich weiß. So, da haben wir jetzt ein bisschen Rot. Dann machen wir hier mal ein bisschen noch Lila rein. So, und die machen wir jetzt mal ein bisschen Orange, würde ich sagen. Nee, das ist ein bisschen eintönig mit der Roten dann da hinten. Dann machen wir die hier lieber Blau. Ja, so sieht das geil aus. Sehr, sehr schön. Und dann gehen wir jetzt hin und dann hauen wir hier nämlich auch nochmal einen Baum hin. Ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht unbedingt eine Tanne. Also ein roter Baum, der bildet echt mal einen guten Kontrast, ne? Die sind halt immer nur so riesig, die Bäume. Die sind echt gigantisch, das stört mich so ein bisschen. Ich mag das nicht, dass die Bäume so riesig sind. Die nehmen einfach ultra viel Platz dann weg. Nee, so eine Gelbkiefer auch nicht. Nee, die mit Schnee auf gar keinen Fall. Der geht eigentlich, der ist schick. Den kann man gut nehmen. Ja komm, wir nehmen so einen. Passt gut dahin. Sehr schön. Den kann man echt gut dahin stellen. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal so ein bisschen mit Stein noch was. Müssen wir mal ganz kurz schauen hier. So, zack. Dann nehmen wir mal hier irgendwie... Ja, so einer. Der passt gut hier hin. Den können wir noch gut hier hin tun. Da können wir nämlich nachher schön Lautsprecher einarbeiten. So, und dann werden wir jetzt hier kurz wieder ein bisschen davon benutzen müssen. Ja. Problem ist nur, das darf nicht so sehr auf dem Weg sein. Weil sonst sieht das doof aus. So, zack. Ja, ich will hier so ein bisschen... Bisschen will ich das hier zugewachsener machen. Ah, komm, wir drehen das mal. So. Dann setzen wir das hier ein bisschen weiter rein. Müsste das eigentlich passen.
So. Ja, sieht doch schick aus. So, und dann gehen wir hin. Und dann tun wir jetzt hier mit einem Brush ein bisschen Lavendel einarbeiten. Lavendel ist immer schick. Kann man immer gut hier hinmachen, so Blütenblätter. Hier quasi von diesem Baum runterfallen. Sieht das auch nochmal ein bisschen schöner aus. So. Und hier können wir nochmal ein Gebüsch hinsetzen. Ich würde sagen, ja, hier setzen wir nochmal so eins hin. Passt hier eigentlich relativ gut hin. Will nur nicht, dass das da in den Weg reinhängt. Das sieht dann doof aus. So, und dann kommt hier nochmal ein Gebüsch hin. Also Achterbahnen und so bauen werden wir natürlich auch, ne? Das will ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Wir werden natürlich auch Achterbahnen bauen in dem Let's Play. Keine Sorge, Leute, das wird alles kommen mit der Zeit. Aber erstmal müssen wir halt hier den ganzen Park so schön es geht ausdekorieren. Und das ist echt schon sehr, sehr viel Arbeit. Das könnt ihr mir glauben. Also hier fließt unglaublich viel Liebe zum Detail rein. Und deswegen wird das halt natürlich seine Zeit auch ein bisschen dauern. So, und hier können wir jetzt mal mit Szenerie arbeiten. Da würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was wir denn so für Sachen finden, die man hier vielleicht hinstellen könnte. Vielleicht haben wir hier irgendwas richtig Cooles, was man irgendwie so da hinbauen könnte. Was haben wir hier? Köterbein. Nee, das will ich nicht. Hexenhaus ist ein bisschen riesig für hier in der Mitte. Hier hätten wir ein Lagerfeuer. Nee. Was haben wir hier? Ach so. Kaktus. Ja, die will ich aber nicht. Brauchen irgendwas anderes. Nee, das passt hier auch nicht hin. Das ist auch ein bisschen riesig. Piratenhütte Stroh. Ja, die sieht schon nicht schlecht aus, aber das passt hier auch einfach nicht hin. Wo haben wir denn hier so ein bisschen Fantasy? Ich gehe mal auf Filter und mach mal Märchen rein und dann gucken wir mal durch, was wir hier alles so finden. Wir hätten hier einmal diesen Wagen. Das wäre eine geile Idee. Den könnte man irgendwie hier mit einbauen. Den könnte man richtig geil hier so irgendwie hinmachen. Dass ich hier so eine Art kleine, so ein kleines Ding hinbaue, so eine Art Geschichte. Ja, hier ist eh der Ausgang. Da könnten wir jetzt gucken, dass wir hier von den Dingern welche dran bauen. Dann sieht das schon mal schicker aus. Also ich will, wenn ich den Park eröffne, ungefähr so 3 bis 4 Attraktionen am Start haben. Damit ich dann gute Einnahmen erziele einfach. So. So. So, und dann kommt hier nochmal eins zum Schluss hin. Ja, sehr schön. Dann können wir die nämlich markieren gleich. Die alle überhaupt gerade gebaut. Ja, die sind alle gerade auf einer Linie, ne? Ja, dann können wir die alle markieren. Dann machen wir das nämlich ganz einfach so. Zack. Ah, die kann man nicht kopieren, ne? Muss immer einzeln kopieren. Ja, geht nicht. Also so zu kopieren, wie ich mir das vorstelle. Das funktioniert leider nicht. Dann müssen wir das immer so machen. Ist aber nicht schlimm. Das passt auch. So. Dann haben wir nämlich hier einen schönen Ausgang bei der Attraktion. Sehr gut. Ich glaube, wir haben die Szeneriebewertung jetzt schon eh auf 100%. Also das würde mich wundern, wenn die jetzt nicht auf 100 wäre. Oder sie wird so gut wie auf 100 sein. So. Da müssen wir jetzt ein klein wenig verschieben. Der Weg hier ist ja ein bisschen eh anders als da drüben. Der verläuft ja noch ein bisschen anders. Oh. Dann stellen wir den da hin. So. So müsste es passen. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Ja, 97% haben wir. Sag ich ja. So, da müssen wir mal kurz noch hier ein bisschen Bäume hinsetzen. Meine Güte, ey, es gibt so viel, ne, was man machen kann. Das ist so krass in diesem Spiel, wie man sich hier so kreativ austoben kann. Ich hoffe, dass die Entwickler zumindest ein bisschen was an der Performance gemacht haben. Weil das wäre echt schade, wenn ich am Ende Probleme kriege, weil der ganze Park am Laggen ist. Weil so viele Besucher drin sind und so, ne? Das ist das Schlimme, nämlich, sobald man anfängt, richtig viele Besucher, also zumindest war es in der letzten Staffel so, sobald ich sehr viele Besucher hatte, hat der ganze Park angefangen, also da habe ich richtig FPS-Drops bekommen. Ich hoffe, dass die Entwickler da auf jeden Fall ein bisschen was gemacht haben, dass das nicht mehr ganz so heftig ist und man trotz vieler Besucher gute FPS hat. Wäre echt schade, wenn das nicht der Fall wäre. So, und den werden wir jetzt nochmal ein bisschen umplatzieren, damit wir hier oben Platz für ein Gebüsch haben noch. Können wir nämlich jetzt hier nochmal so eins hinstellen. Und dann färben wir das ein. Nicht den Baum, das Gebüsch. So, dann machen wir nämlich lila draus. Hier hinten auch lila. So, und die Attraktion, die hat jetzt 100%, ja. Und ich habe noch nicht mal irgendwie Boxen oder so groß eingearbeitet. Das ist echt übel. So, dann stellen wir den Märchenfilter wieder ein. Und dann müssen wir mal gucken. Was könnte man gut nehmen noch? Käsewagen. Ja, man könnte hier wie so eine Art Marktstand oder so, dass hier so eine Art kleines Fest oder so stattfindet.
Der Käsewagen, den könnte man auch gut hinstellen noch hier so. Ja, den packen wir noch dazu. Hier so, zack. Sehr schön. Und dann können wir mal gucken. Es gab doch auch so Kisten oder so. Ich glaube, die waren in dem Piratenzeugs. Müssen wir gleich mal schauen. Beim Piratenzeugs, da gab es, glaube ich, so Kisten. Müssen wir mal ganz kurz einstellen. Piraten. So. Ich weiß, da gab es Kisten. Hier haben wir erstmal Fass Mülltonne. Nee, hier haben wir ein Holzfass. Genau. Das können wir quasi dann hier so an da dran stellen. So zwei Stück. Da so nebeneinander stehen. Genau. So, und dann muss ich mal ganz kurz gucken. Weiß, dass es Kisten gab im Spiel. Oder waren die aus dem Wilden Westen? Das kann natürlich auch sein, dass die Kisten aus dem Wilden Westen waren. Ich gebe einfach mal Kisten ein. Vielleicht finden wir die dann. Kisten. Nee, das sind die nicht. Ich hab so Holzkisten. Ich glaube, die waren sogar schon gestapelt. Oder vertue ich mich gerade? Das ist das explodierende Fass. Ah, hier, genau. Fruchtige Fracht. Genau, das kann man nämlich richtig cool jetzt auch hier so dran machen noch. Dann sieht das richtig schick aus hier, finde ich. Da kann man echt gucken, dass man das dann so macht. Hier so, zack. Dass dann wie so ein Händler hier steht oder so. Können wir mal gucken, ob wir da irgendwas hinbekommen. Je nachdem. Kniender Schießrottrock. Haben die auch neu reingebracht? Die gab's, die gibt's, glaube ich, neu, ne? Diese ganzen Figuren. Lehnender Pirat. Ja, hier sind einige neu. Der Cowboy ist auch neu. Da haben die aber echt viel reingebracht. Gerade sowas ist wichtig, ey. Diese ganze Dekoration, weil man hat so viel Fläche. Und das muss ja alles dekoriert werden. Schatztruhe. Okay. Nee, die will ich nicht. Schlafender Drache. Ja, es gab doch noch einen Babydrache, ne? Nee, den, aber der ist nicht neu, ne? Den gab es doch schon länger, glaube ich. Egal, den bauen wir später erst ein, nicht jetzt. Dann müssen wir mal eben kurz gucken. Was haben wir denn hier? Sitzender Pirat. Soldatenpuppe. Ja, die ist mit diesem Weihnachtsding, glaube ich, reingekommen. Aber ist schon krass, was es jetzt alles mittlerweile gibt. Hier ist ein Strohkarren noch. Den könnte man auch noch mit einbauen. Machen wir dann so. Strohklumpen. Nee, dann nehmen wir einen Strohballen hier, genau. So, da hauen wir jetzt riesige Strohballen rein. Oh, glaube ich, ein bisschen riesig. So, machen wir so einen riesigen Strohballen hin. Sehr schön, der dann in dem Wagen ist. Nice. Und dann müssen wir das eigentlich jetzt nur noch ein bisschen ausdekorieren. Und dann haben wir da soweit die erste Attraktion fertig, Leute. Dann werden wir uns morgen drum kümmern, dass wir dann die nächste Attraktion bauen. Also mein Ziel ist es, um das mal ganz kurz zu sagen, ich will bis nächste Woche Mittwoch mit dem Park am Start sein. Also der soll so viel Geld eingenommen haben, dass ich ja quasi am Mittwoch mit euch vielleicht schon die erste Achterbahn bauen kann, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr gerne ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr darauf Lust habt, auf die Achterbahn. Dass wir eine bauen nächste Woche Mittwoch. Da müssen wir uns natürlich ranhalten. Das wird echt eine Menge Arbeit werden. Da muss ich super, super viel bauen. Müssen wir mal gucken. Übrigens, ich bin am Überlegen, ob ich den Livestream nachträglich hochladen soll. Ich habe den aufgenommen. Der geht aber 3 Stunden. Keine Sorge, der wird keine 18 Werbung beinhalten. Ich habe ja die feste, feste Abmachung. Ich schalte auf jedes Video immer gleich viel Werbung. Egal wie kurz oder wie lang es ist. Das heißt, ich schalte immer 4 Werbungen im Video. Bei einem 10-Minuten-Video gibt es 4 Werbungen, aber es gibt auch bei einem 3-Stunden-Video dann 4 Minuten Werbung nur. Immer dieselbe Anzahl. Ich finde, das ist am fairsten. Dann hat man immer das Gleiche und niemand kann sagen so, ja, Geldgeil, der will immer mehr und mehr, ne? Das, wenn man das immer gleich hält, finde ich, ist das am fairsten. So, zack. Dann hauen wir das hier hin. Sehr schön. Und dann können wir jetzt hier auch noch ein bisschen mit diesen, ja, mit den Brushes arbeiten. Hoppla, das meine ich nicht. Hier. Könnten mal gucken, ob wir hier so ein bisschen erstmal Stroh drumrum machen. Ne, das hier ist, glaube ich, Stroh, ne? Ne, Dach. Das war Stroh hier, ja. Dass dann hier quasi so ein bisschen Stroh auf dem Boden liegt, weil da ist ja im Wagen Stroh und dann macht das auch ein bisschen mehr Sinn. So, und dann machen wir das hier auf 10%, damit der nicht zu viel macht. Ganz leicht, damit wir einen schönen Übergang haben. Hier kann ruhig viel mehr Stroh liegen. So. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier, machen wir hier ganz leicht ein bisschen Lavendel noch hin. So. Können wir vielleicht doch den ein oder anderen Stein einarbeiten hier. Und dann müssen wir noch ein bisschen mit Blumen was machen. Aber ansonsten sieht das doch schon ganz schick aus. Ich finde, das ist eine super schön ausdekorierte Attraktion. Also, geil. Gefällt mir. Bin ich super zufrieden mit. Ich habe jetzt halt schon echt super viel Geld im Spiel ausgegeben.
Aber keine Sorge, einen Park dahin zu bringen, dass er gutes Geld abwirft, kein Thema. Das bekommen wir hin. Das ist nicht allzu schwer. So. Können wir hier noch einen Stein hinmachen? Nehmen wir hier so einen. Dann machen wir hier noch einen Stein hin. So, zack. Und dann nehmen wir hier noch einen Stein, der nicht ganz so riesig ist. Holla. Was ist denn da los, ey? Riesige Steine. Sehr schön. Und dann können wir nämlich jetzt anfangen, die restlichen Sachen noch auszudekorieren. Das werden wir aber heute nicht mehr in der Folge machen. Das werden wir dann morgen machen. Ja, so sieht der Park inzwischen aus, meine Lieben. Ich hoffe, dass er euch gefällt. Und nicht vergessen, immer jetzt mittwochs 18 bis 20 Uhr Planet Coaster. Kann aber auch mal passieren, dass ich mal einen Tag keine Lust habe und dann der Livestream ausfällt. Aber im Moment bin ich super motiviert. Ich habe super, super viel Bock drauf. Und hier müssen wir eine Kleinigkeit ändern. Die Flagge, damit das möglichst realistisch wirkt, die müssen wir drehen. Die Flagge muss gedreht werden. Die muss in diese Richtung wehen. So. Zack, weil sonst wäre es nicht realistisch. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und vor allen Dingen über euer Feedback. Schreibt mir auf jeden Fall Feedback dazu, wie ihr den Park findet. Wenn ihr den Livestream gesehen habt, wie fandet ihr den Livestream? Sollen wir sowas dann in Zukunft jetzt wirklich öfters machen? Und wollt ihr den Livestream hochgeladen haben, den 3-Stunden-Livestream? Schreibt mir das auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Planet Coaster wieder. Wer keinen Part mehr in Zukunft verpassen will und sofern noch nicht abonniert hat, der kann es natürlich gerne tun. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.